Hallo, mein Freund. Wieso bist du gerade umgefahren? Oh! Hallo. Ja, ist ja gut. Ich muss hier weg. Ich muss... Ja, ich gehe ja schon. So. Das ist ja nett, dass wir einfach so an denen vorbeirennen können, ohne dass die uns was tun. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Knarre besser ist. Tut sich irgendwie gar nichts, oder? Bin mir nicht sicher, ob die jetzt besser ist. Naja. Zumindest haben wir jetzt hier 4 Zombies gekillt. Und wir sind noch auf Fein. Reception. Keiner da. So, was steht da an der Tür? Prison. Okay. Und hier? Office. Gehen wir erstmal ins Büro, oder? Vielleicht finden wir da ja die Zellenschlüssel. So eine Logik her, einfach mal so. Weiß ja nicht, ob man hier mit Logik rangehen sollte, aber ja. Wäre ein Anfang. Hi. Ich höre noch einen. Ja, ah, klar. Ja. Ist schon ein bisschen heftig gemacht. Also so von der Position der Zombies her, sag ich mal. Okay, ihr seid alle tot. Wir sind noch auf Fein. Also von der Energie her ist das echt großzügig gemacht. Wir verlieren nicht allzu viel. Das ist schon mal gut. Ja, und hier ist sonst nichts in dem Raum, oder was? Das ist ja echt ein bisschen mager. Na gut, gehen wir einen Raum weiter. Ich brauche übrigens einfach nur gegen die Tür gegenrennen. Das heißt, ich muss keinen extra Knopf drücken zum Öffnen, wie das sonst der Fall ist. Einfach nur gegenrennen und dann weiß er Bescheid. Eigentlich ganz cool. Oh ja, da blinkt was. Schön. Da ist ein Dokument, das ich von dieser Seite nicht lesen kann, natürlich. Sondern nur von hier. Und noch ein Tagebuch vom Polizeichef. Ja. Ist das hier der gleiche aus Teil 2? Müsste er eigentlich. Wie hieß er denn noch? Wie hieß er denn noch? Ah, Mensch. Seinen Namen vergessen. Vielleicht wird er ja gerade hier erwähnt irgendwo. Polizeichef. Wie hieß denn noch? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ja, das ist der Gefängnischef, nicht der Polizeichef, ja. Aber trotzdem möchte ich gerade gerne wissen, wie der Polizeichef aus Teil 2 hieß. Schlüssel! Prisons. Ah, guck an! Jetzt kommen wir erst in die Gefängniszelle. Habe ich doch wieder richtig gedacht. Was war das denn für ein geiler Effekt? Guck mal. Das ist ja schon fast so ein kleiner 3D-Effekt. Seht ihr das, dass die Schrift sich auf der Tapete bewegt? Dass die gar nicht auf die Tapete gedruckt ist, sondern das bewegt sich. Wie so ein kleiner ungewollter 3D-Effekt. Sehr geil. Ja, was nicht alles schon möglich war mit der PlayStation 1, ne? Das ist ja Wahnsinn. Ist ja geil. Hammer. Ach, schön. Ja, oh, nö! Ich renne auch vorbei. Klappt auch sogar. Gut, raus hier. Ach, was ich nochmal eben erwähnen könnte. Möglicherweise, aber auch nur möglicherweise, könnte es eventuell wieder zu Videoengpässen kommen. Direkt da rein. Da ich wieder ein Wochenende vor mir habe, an dem ich wenig Zeit habe. Bin wieder beschäftigt. Komme nicht zum Aufnehmen. Und deswegen werde ich an diesem Wochenende, wir haben jetzt ja das Pfingstwochenende, das heißt einen Tag länger Wochenende, weil ja Pfingstmontag ist. An dem Tag bin ich allerdings auch auf dem Flohmarkt wieder unterwegs. Also werde ich da auch nicht so viel Zeit haben. Was war das denn gerade? Ich höre doch noch einen Zombie hier. Aber ich sehe keinen. Interessant. Seil. Ach, da ist eine offene Tür. Okay. Was ich sagen wollte ist, ja, ich werde also wieder nicht allzu viel Zeit haben zum Aufnehmen. Und deswegen muss ich dieses Wochenende, das Pfingstwochenende, ein bisschen im Voraus aufnehmen. Ich hoffe, dass ich das hinbekomme. Weil dieses Let's Play werde ich ja wahrscheinlich heute Abend beenden. Ich hoffe es. Weil ich kann es ja nicht abspeichern. Mal sehen. Ich werde wahrscheinlich im Laufe des Let's Plays richtig müde werden. Denn es ist eigentlich auch abends. Und normalerweise habe ich mir geschworen, nicht abends aufzunehmen, weil das immer im Chaos endet. Aber ich hatte wieder keine andere Tageszeit, um aufzunehmen, weil ich hatte keine Zeit. Und ja. So. Jedenfalls muss ich noch ein neues Let's Play wieder anfangen dieses Wochenende. Zu dem ich mich jetzt aber noch nicht äußere. Aber ich weiß wahrscheinlich schon, welches es sein wird. Was ist das denn? Das soll so ein Pin-Up-Kalender sein, oder?
glaube. Sieht auch ein bisschen komisch aus. Gut, hier ist also die Gefängniszelle. Können wir da rein? Jo, können wir. Ich mache mal eben meine Apfelschorle auf, die ich auch noch hier habe. Ja, ich habe ganz komische, außergewöhnliche Getränke hier, die ich sonst eigentlich selten trinke. Meistens ja Cola. Oh, oh, nackte Zombies, jetzt schon. So. Ich habe mir schon fast gedacht, dass hinter mir einer rumschleicht. Einer ist gut, ich sehe noch einen. Irgendwie konnte ich mit der anderen Knarre besser schießen. Ich bin mir nicht sicher, aber es kommt mir so vor. Zur Leiche gehe ich mal noch nicht hin. Ich denke mal, dass das einen Trigger-Effekt hat. Oder auch nicht. Hier liegt ja auch eine. His neck has been cut open by a sharp blade. Okay, das klingt nicht nach einem Zombie-Angriff. Könnte aber eventuell ein Licker gewesen sein. Die haben doch so eine komischen Klauen. Da ist doch was. Noch ein Tagebuch, das vierte. Ja, natürlich. Das vierte Tagebuch, was wir gefunden haben. Es gibt nur Tagebücher mal wieder. Okay, von irgendeinem Häftling. Der berichtet vom Kongo. Okay. Blablabla. Brazil, Russian, Japanese, alles klar. Hm, China, yo, alles dabei. Aha. Jacob, who disappeared last week. Anna. Ja, ich bin voll im Bilde. Alter, was hat der alles geschrieben hier? Guinea-Pix. Naja. Ach, 9. Oktober, ja. Also, er hat nicht jeden Tag was geschrieben, aber dafür dann eine Menge. Stojkovic und Enriquez, ja. Ist es langsam mal gut? Brains. Brains. Gehirn, Gehirn. Ja, manchmal bin ich so ein bisschen Return of the Living Dead verseucht. Aha, der wurde auch von einem scharfen Messer, Klinge, wie auch immer, getötet. Hier noch einer drin? Ja, und bei der bestimmt auch, ne? Natürlich. Natürlich. Aber das, finde ich, sieht gar nicht so aus. Ich meine, er sagt es zwar, aber wenn ich mir die so angucke, sieht mir das nicht so aus, wie er das beschreibt. Für mich sieht das aus, als wären die einfach nur umgefallen, weil man sieht kein Blut und nichts. Okay, nicht drüber aufregen. Gehen wir eine Zelle weiter. Vielleicht komme ich jetzt dazu, meine Apfelschorle zu öffnen. Okay, geöffnet habe ich sie schon mal. So, kein Zombie in diesem Raum. Da wäre eine Treppe... Hinter mir geht eine Treppe runter. Oder wir gehen erstmal diese beiden Räume abklappern. So, jetzt kann ich endlich mal einen Schluck trinken. Juhu. Ach ja. Oh, hi. Neben mir. Ja, war klar. Oh, fuck. Ja. Ist gut. Lass mich vorbei. Nein! Lass mich weg! Ja, die Stromflinte! So, komm her. Die benutze ich jetzt aber noch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass die später noch vonnöten sein wird. Außerdem habe ich da keine unendliche Munition für. Du stirb doch! So. Puh. Wir haben noch ein grünes Kraut, ne? Das essen wir mal. Gut. Nachladen. Ich wollte gerade sagen, ist hier sonst nichts, aber ich meine, allein, dass die Shotgun hier war, finde ich ja schon sensationell. Also von daher beschwere ich mich nicht. Nee, nur ein paar Duschkabinen. Okay. Beziehungsweise eine gemeinsame Dusche, also keine Duschkabinen. Ich hasse gemeinsame Duschen, ich mag das nicht. Ich mochte das früher nicht, ich mag das heute nicht. Ich brauche meine eigene Dusche. So, wo bin ich jetzt rausgekommen? Da. Das heißt, wir waren hier hinten noch nicht drin. Gucken wir da mal eben rein. Und dann müssen wir die Treppe noch runtergehen. So.
Oh nein. Super. Einer ist weg. Einer, zwei weg. Ja, du lebst doch. Fuck. Wo bist du denn? Doggy. Da! Nein! Bist du. Hä? Hab dich. Das war schon ein bisschen mies mit den drei Hunden hier. Ich hoffe, ihr kommt jetzt nicht jedes Mal wieder, sonst renne ich hier durch. Och nö. Da ist ein rotes Kraut. Ich höre dich zwar, aber ich sehe dich nicht. Kommst du nochmal wieder? Der hat ein bisschen dämlich daher geguckt. So, rotes Kraut ist schon mal schön. Bringt uns alleine bloß noch nicht wirklich viel. Ich brauche auf jeden Fall noch ein rotes dazu, ja. Ein grünes dazu, so. Da wäre eine Tür, da wäre eine Leiter. Da wir noch auf dem Erdgeschoss hier sind, würde ich erstmal sagen, gucken wir uns erstmal die Tür an, die verschlossene. Ach, ich habe sie aufgeschlossen. Okay. Wo kommen wir denn jetzt raus? Sollte mir das irgendwas sagen? Nicht so wirklich, oder? Ach doch. Natürlich, hier waren wir doch schon vorhin. Dann bin ich ja hier rumgelatscht. Hä? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Ja, dann sind wir da in die Zelle reingegangen. Jetzt sind wir praktisch wieder im Zellenblock. Okay. Dann ist das nicht so wichtig. Na gut, habe ich verstanden. Wenn jetzt die Hunde wieder da sind, dann drehe ich am Teller. Natürlich. Klasse. Was? Was? Nee! Verdammte Kacke. Nö. Das ist jetzt ein Scherz. Nö! Ey, Leute. Nö. Komm. Ich spiele es doch nicht alles nochmal. Das sind ja schon drei Parts gewesen. Ja, ich habe gesehen, dass ich gestorben bin. Nein, Leute, das tut ihr mir jetzt nicht an. Na, continue. Alter Schwede, ich wollte gerade sagen. Das war jetzt aber fies. Wo werde ich denn jetzt wieder rausgeschmissen? Das möchte ich erstmal wissen. Parrot. Boah. Och Gott. Das ist... Ja, das tut mir leid, Leute. Das hat mich etwas überrascht gerade. Wieso sind da auf einmal Hunter? Vor allem jetzt... Wir sind auch am Anfang des Spiels eigentlich. Boah. Ja, schönes Ding. Ja, nein, ihr schon wieder... Nee, ich gehe jetzt hier ran vorbei. Muss ich... Nein. Muss ich jetzt die ganzen Schlüssel wieder sammeln? Oder sind die Türen noch wieder... Na, ist verschlossen. Oh Gott. Alles nochmal neu. Ach, herrlich, herrlich. Dann habe ich bestimmt auch meine Items nicht mehr. Sprich, die grünen Kräuter und so, die ich schon eingesammelt hatte. Ja, geh weg. Oh Gott, nein! Lass mich zufrieden. Geh doch halt rein. Oh Mann, das ist jetzt echt sehr ärgerlich. Aber okay, ich muss den gleichen Weg wieder gehen, um die Shotgun zu holen, sonst kriege ich ja die Hunter nicht tot. Boah. Ah, das Dokument ist aber weg. Das hat er als gelesen gespeichert. Ist interessant, also war ich schon hier. Aber den Schlüssel habe ich natürlich nicht. Das ist auch wieder sehr, sehr logisch, aber okay, das rege ich mich eigentlich auf. Gut, dann wieder durch. Durch die Zombies. Hervorragend. Oh.
Vorbei, vorbei, vorbei. Na, du hast doch eben noch gezittert. Außerdem hängt dein Kopf falsch rum. Solltest du mal behandeln lassen. Oh, meine Güte. Gut, allzu lang ist der Weg ja nicht, aber ich denke mal, an den ganzen Hunden werde ich gleich vorbeirennen. Vielleicht ist das sogar ein ganz guter Trick, denn wenn ich die Hunde am Leben lasse und dann rausgehe, dann kommen vielleicht gar nicht die Hunters beim nächsten Mal, sondern immer noch die Hunde. Klingt das einigermaßen logisch? Ich hoffe. Ach richtig, ein Seil hatten wir ja auch noch, das habe ich ja ganz vergessen. Wofür war das überhaupt?